Beste Grüße aus dem Europaparlament hier in Brüssel. Mein Name ist Arne Lietz, ich bin deutscher Sozialdemokrat aus Sachsen-Anhalt. Und als Christ und Sozialdemokrat im Europaparlament sende ich herzliche Solidaritätsgrüße an alle Ostermarsch-Teilnehmenden, die in diesen Tagen für Frieden und Abrüstung in Europa, aber auch in der Welt auf die Straße gehen. Die EU hat sich einer Friedensmission verschrieben und sollte ihre außenpolitischen Kapazitäten verstärkt nutzen, um weltweit Friedensprozesse zu unterstützen. Unsere globalen Bemühungen, globale Abrüstung voranzutreiben, müssen vergrößert werden. Die EU sollte hier in Vorlage gehen. Neben einer verstärkten nuklearen und allgemeinen Abrüstung brauchen wir auch in der Rüstungsexportpolitik einen starken Kurswechsel. Die europäischen Regeln für Rüstungsexporte müssen endlich EU-weit einheitlich in der Exportpolitik der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Eines der Kriterien verlangt, dass keine Waffen und Bauteile an in Kriegshandlungen involvierte Staaten geliefert werden dürfen. Damit verstoßen Lieferungen militärischen Materials jedweder Art an die Kriegsparteien im Jemen, vor allem an Saudi-Arabien, gegen die europäischen Richtlinien. Vor diesem Hintergrund hat das Europaparlament zweimal per Resolution an die Mitgliedstaaten appelliert, mit einer breiten Mehrheit dafür gestimmt, eben, dass alle Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien einzustellen sind. Darüber hinaus gilt aus meiner Perspektive für unseren NATO-Partner, die Türkei, dass solange ihre antikurdische Offensive in Syrien nicht gestoppt ist, auch hier keine Rüstungsexporte erfolgen sollten. Abrüsten statt aufrüsten. Lasst uns gemeinsam auf den Straßen und in den Parlamenten dafür einstehen. Alles Gute und schöne Ostern.